Bei Al-Istihara, sagen wir mal, die Frau hat jetzt nicht menstruelle Blutungen. Musannif sagte, wenn sie also unterscheiden kann und eine Gewohnheit hat, soll sie die Gewohnheit oder die Unterscheidung vorziehen. Hierbei gibt es zwei Überlieferungen. Sie hat jetzt diese Blutung und sie weiß zum Beispiel, ich habe immer eigentlich die Monatsregel vom 1. bis zum 6. Sie kennt ihre Gewohnheit. Aber sie kann auch unterscheiden. Sie kann unterscheiden. Das ist Menstruationsblut und das ist etwas anderes. Welches dieser beiden soll sie vorziehen? Hierbei gibt es zwei Überlieferungen. Die erste besagt, sie soll sich an ihre Gewohnheit halten. Und das ist die Madhhab. Und die zweite besagt, die Unterscheidung wird vorgezogen. Er sagte dann weiter, wenn sie aber Grundzüge hat und nicht unterscheiden kann, dann bleibt sie in der geringsten Zeitspanne einer Monatsregel sitzen. Okay, sie kann jetzt nicht unterscheiden. Wie lange soll sie sitzen? Also mit sitzen ist hier gemeint, wie lange soll sie das Gebet unterlassen und es als Monatsregel anrechnen, als Menstruation anrechnen. Hierbei gibt es verschiedene Überlieferungen und die erwähnt hier der Autor ausnahmsweise sogar selbst. Erstens, es wurde gesagt, sie hält sich an die geringste Zeitspanne einer Monatsregel. Zum Beispiel sagt sie 4 Tage oder 5 Tage, das ist die geringste Regel. Danach halte ich mich. Dies laut einer Überlieferung. Die zweite Überlieferung besagt, das, was der Durchschnitt ist. Sie sagt, okay, der Durchschnitt ist bei den meisten Frauen zum Beispiel 6 oder 7 Tage, danach halte ich mich. In der dritten Überlieferung heißt es, nein, sie hält sich an die längste Zeitspanne. Zum Beispiel die längste Zeitspanne sind 10 Tage, danach geht sie. Und die vierte Überlieferung sagt, sie hält sich an die Gewohnheit ihrer Frauen aus ihrer Familie, wie ihre Mutter, Schwester und Tanten. Es wird also geschaut, zum Beispiel, wie lange die Regel bei der Mutter oder bei den anderen weiblichen Verwandten ist. Der Durchschnitt ist bei ihnen 5 Tage oder 6 Tage. Danach hält sie sich. Die zweite Überlieferung, dass sie sich an die längste hält, das ist die Madhhab.